Hallihallöchen, liebe Leute. Hier ist wieder euer Die Zeit. Und zwar heute mit dem Spiel gegen den 1. FC Köln nach dieser, so kann man nicht sagen, mit einer halbwegs misslungenen Vorbereitung. Aber jetzt wollten wir auf die Suche gehen nach einem wunderbaren linken Mittelfeldspieler. Ja, so. Da wir ja eigentlich keinen linken Mittelfeldspieler haben, sondern nur zwei rechte Flügelflitzer und mehrere zentrale Mittelfeldspieler. Ich glaube, es gibt keinen, der verfügbar ist zum Transfer. Nee, ist er nicht. So, da muss ich wieder improvisieren. Beliebig. Jawohl. Ja, und dann muss ich mal gucken, was das hier so gibt, ne? Ja, ist ja gut da hinten. Rente nicht, ich rufe Wagner. Ach, halt die Maria wäre ja natürlich Traum, aber der kommt nicht. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Richardson hört sich interessant an. Nicht zu teuer. Kommt von Sunderland. Der könnte theoretisch dann auch kommen. 78, 24 hat noch vielleicht Potenzial nach oben. Ja, den würde ich gerne mal kaufen. Und damit ich jetzt auch annehmen, mal auf die 600, 6.125.000 hoch. Dann muss natürlich auch ein bisschen hochgeschraubt werden auf 25.000 hier. Vertragsdauer 3 Jahre, Torprämie kriegt er nochmal 5% oben drauf. Und jetzt gehen wir mal das Angebot ab. Vielleicht nimmt er ja an. Das wäre ja mal ein Traum. So, rechtes Mittelfeld brauchen wir nicht. Da haben wir zwei rechte Flügelspieler, die da spielen können. Zentral haben wir genug. Eigentlich brauchen wir keine Transfers mehr tätigen. Dann gehen wir jetzt in die nächste Begegnung. Eintrittspreis. Ja, bleiben wir mal beim Mittel. Team verwalten. Ja, unsere Startaufstellung. Ich weiß nicht, Zidane sollte eigentlich spielen. Bin ich der Meinung. Für einen in der Vorbereitung schwächelnden Barrios. Jupp, so dürfte es hinhauen. Ja. Ah, nein. Der bleibt da drin. Ja, und dann, war's das? Können wir das Spiel auch schon starten? Nein, wir spielen nicht mit der Tastatur, mit diesem hässlichen Viech, sondern mit diesem wunderschönen Hamar PS3-Controller, den ich hier gerade in der Hand halte. Lukas Podolski bei den Gegnern natürlich der Beste mit einer Gesamtstärke von 86. Als Mittelstürmer. Oh, das geht auch schon los. Das ging ja schnell. Im letzten Spiel war es nicht so schnell. Alles klar, Leute. Hopp, hopp. Auf geht's. Bundesliga Saison 09-10. Startet mit dem Match BVB gegen FC Köln. Da ist auch schon die erste Möglichkeit durch Tamás Hajnal, aber direkt auf den Keeper Mondragon. Das bringt ja nichts. Den muss er schon irgendwie platzierter schießen und, oh, Novakovic da am Ball vorne. Spielt auf den starken Podolski. Der kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle und das muss ihn dann wieder abgeben. Nelson Valdez geht über links außen. Sehr schön macht er das. Ah, da wäre in der unten noch der Zehner der Zidane, glaube ich, war das reingekommen. Oh, schön. Aha, da kriegt er den Ball nicht unter Kontrolle. Mann, so eine Kacke. Subotic macht das sehr clever. Sofort zurück nach hinten. Nelson Valdez vor. Eieiei, da kriegen die Pälle nicht an den Abwehrspielern vorbei. Das ist das große Manko an meinem Controller. Da kann ich kein Dribbling machen. Vollziehen, whatever. Oh, schön ausgespielt. Ei, dann läuft er direkt. Ja! Ja! Nein! Nein! Und da geht er nicht weiter. Eieiei, die erste Riesenmöglichkeit. Oh, und da führt die Hertha aus Berlin schon mit 1 gegen Hannover. Ei! Oh Gott. Oh, das wird mein neuer Torschrei. Ich sehe schon. Ei! Knapp vorbei da.
am Tor. Ich weiß nicht, wer das war. Ich hoffe, es war einer meiner Stürmer. Das wäre nämlich schon mal ein gutes Zeichen, dass die hellwach sind. Oh, sehr schönes Dribbling da. Sebastian Freis verliert den Ball gegen einen starken Kehl. Hier nochmal die Möglichkeit, es war sie dann, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Wunderschöner Schuss, allerdings ein bisschen links vorbeigezogen. Oh, Weidenfeller kriegt den Ball da locker unter Kontrolle. Riskantes Zuspieler in der Abwehr. Oh, oh Gott, ich sollte nicht so riskant spielen gerade. Ja, kriegt die Pille nicht rechtzeitig unter Kontrolle da. Aber Nelson Valdez hier mit einer starken Grätsche. Ja, einfach mal raufzimmern da. Der Boden ist nass. Und ich komme eh nicht an der Abwehr vorbei, also muss da irgendwas getan werden. Höchstens mit cleveren Zuspielern, aber das kriege ich ja auch nicht mehr mit dem Scheißding. Weil die Zuspieler meistens nicht so gut kommen. Und eine gefährliche Freischussposition. Das kann. Oh, das kann Polly. Oh Gott, nein. Ah, da hämmert er in die Mauer. Keine Gefahr für den Keeper da. Sehr schöne Abwehrleistung da von DD. Der Kölner ist vorbei, kriegt den Ball aber nicht an dem hervorragend aufgelegten Weidenfeller vorbei. Nuri Sahin kriegt den Ball auch nicht am Kölner vorbei, aber jetzt. Jetzt muss da doch was gehen. Nein, die Pillen nicht vorbei, ey. Es hätte ein schöner Konter werden können. Allerdings ist es nicht geworden. Das ist das große Manko und da ist das 1:0 für den ersten FC Köln durch Lukas Podolski. Nee, Milivoje Novakovic. Ja, da passt Subotic nicht gut auf und dann ist Novakovic natürlich klar durch. Den muss er dann natürlich auch machen als echter Stürmer. Ernüchternd, ernüchternd. Hoffentlich werden wir nicht gefeuert, ey. Wäre nicht so schön. Und das auf Halbprofi, ey. Mann. Auf Halbprofi, verdammt, ey. Kacke, ey. Mohamed Zidane ist durch. Muss ihn jetzt so reinschieben? Mohamed Zidane mit dem 1:1 Ausgleich. Halleluja. In der 39. Spielminute. Schön hier den Abwehrspieler stehen gelassen. Und dann wunderbar vorbeigeschlenzt das Ding. 1:1. Oh, ja, und da schenken die uns auch gleich mal den Ball. Auch nicht schlecht. Ja, war ja doch eine gute Entscheidung, dass ich sie dann sofort reingebracht habe. Für den etwas schwächelnden Barrios. Gleich wieder sie dann am Ball hier. Vielleicht der Hoffnungsträger hier gerade auf ein gutes Spiel des BVB in der eigenen Arena. Damals ja auch schon Signal Iduna Park. Wieder, Mohamed Zidane wird da gehalten, ja, okay, gestoppt körperlich, aber hat wohl nicht ausgereicht für einen Freistoß. Jetzt in der Mitte Lukas Podolski. Versucht da vorbeizuziehen, kriegt es aber nicht hin, aber trotzdem Novakovic auf Freis. Schöner Schuss, allerdings einen, ja, guten halben Meter mindestens über am Tor. Hier nochmal die Zeitlupe. Ja, ein halber bis ein ganzer Meter ist das auf jeden Fall schon. Naja, Glück für den BVB, dass es hier wieder nur immer noch 1:1 steht. Eieiei, aber was für Ballverluste das im Mittelfeld sind. Da bin ich ja gerade gar nicht zufrieden. Nein, ja, Weidenfeller, pass auf. Momentan der beste Dortmunder, abgesehen von Mohamed Zidane. Kamerscheinal im offensiven Mittelfeld. Ja, und jetzt ist auch Halbzeit. 1:1 im Signal Iduna Park. Der BVB kommt zurück gegen den ersten FC Köln. Und hat hier noch Chancen auf 3 Punkte. So, rechts Mittelfeld, Sebastian Freis am Ball. Spielt in die Mitte auf Lukas Polli Podolski. Novakovic, auf den müssen wir aufpassen. Der ist gefährlich, haben wir schon gesehen. Oh, DD. DD kommt nicht an den Ball. Weidenfeller hält ihn. Weidenfeller, der klar beste Dortmunder hier. Und Kuba, der Flügelflitzer, geht rechts außen an allen vorbei, lässt alle stehen da. Spielt in die Mitte, aber. Sie dann. Auf Nuri Sahin mit links. Ah, knapp ans Außennetz noch.
Wunderschön, wie sich da sie dann durchgetankt hat. Den Ball dann auf Nuri Sahin spielte, der ihn dann allerdings nicht verwerten konnte. Aus so einer Position auch ziemlich schwer. Er sieht da unten den Nuri Sahin, der guckt da aber nicht den Ball. Sebastian Kehl sieht in der Mitte Nuri Sahin. Der sieht außen jemanden, aber das war ja wohl nichts. Das war ja wohl ein cooler Ball. Oh, Unsortiertheiten in der Abwehr. Weidenfeller hält, Oha, oha. Eieiei. Da geht er hin. So, Konter. Über Mohamed Zidane. Geht am ersten vorbei. Versucht, Kuba da zu schicken, aber der ist da nicht schnell genug und kommt auch nicht am starken Abwehrspieler vorbei. Oh, Santana kriegt den Ball da, aber wieder verloren. Na. Und das ist ausgewählt. Ja, da ist der Führungstreffer für den ersten FC Köln. Wieder durch Milivoje Novakovic. Ja, da muss was getan werden jetzt beim BVB. Sieht der Trainer auch genauso und versucht jetzt hier zu wechseln. Und zwar Kuba schon wieder ziemlich angeschlagen. Geht raus. Sahin übernimmt wieder seine Position und ja. Einer übernimmt die Position. Dann wechselt Blaszczykowski. Wird Blaszczykowski, so ging das ja nicht. Genau. Özcikin kriegt seine Chance. Muss ja auch beweisen, dass er es drauf hat. Dann. Ein Tamer Scheiner geht auch noch raus für einen Tinger, der da vielleicht noch was reißen kann. Ja, und in. Ja, in der Verteidigung vielleicht noch jemand. Nee, mal okay, ich glaube, das reicht. Zwei Wechsel werden vorgenommen beim BVB. Die werden jetzt aber nicht mehr vorgenommen. Okay. Kein Problem, werden die halt bei der nächsten Spielunterbrechung vorgenommen. So kann Nuri Sahin noch einmal über links kommen. Versucht er auch. Wunderschöne Flanke! Ah, da geht der Ball knapp am Tor vorbei. Mohamed Zidane war's. Der beste Dortmunder bis auf Robben Weidenfeller. Okay, jetzt wird doch gewechselt. Ich wollte schon sagen. So, Özcikin und Tinga kommen aufs Feld für Kuba und ja, für den schnellen Kuba und Tamás Scheinerl, der Spielmacher des BVB. So, Mohamed Zidane sieht da außen ein Nelson Valdez, der sich da anbietet, aber den Ball nicht bekommen kann. Noch 20 Minuten zu spielen. Dortmund muss etwas unternehmen, wenn sie hier nicht einen Fehlstart haben wollen in die Saison. Oh Gott. Zweimal passiert das jetzt. Puh, Özdikin am Ball. Ja, aber wo soll Özdikin denn hinspielen? Das bietet sich keiner an. Tinga nimmt den ersten auseinander, kriegt den zweiten aber nicht. Ah ja, nein, bitte. Didi grätscht rein, verpasst aber die Pille. Sebastian Kehl versucht da den Ball irgendwie. Oh nein, das ist nicht das Tor zum Vorentscheid in 3 zu 1. Da Weidenfeller wieder stark pariert hat. Wie gesagt, der beste Dortmunder mit Zidane. Kinga rüber auf Özcikin, der kriegt den Ball nicht an der Abwehr vorbei. Jetzt haben wir das wieder auf Özcikin, der hier ganz schön oft am Ball ist. Ein Pass auf Mohamed Zidane, der kommt aber auch nicht an der Abwehr vorbei, weil ich da mit diesem hässlichen Controller nicht dribbeln kann. Boah, leck mich doch am Arsch, Mann! Ich will doch nur ein scheiß Tor erzielen. So normal, Profi, Mann. Ich verkack das so mit diesem hässlichen Kack-Controller. Meine Fresse. Boah, was ist denn das für ein Kackpass, Alter, du Muschi? Boah, nee, Mann. Alter, bei den Fällen, ey. Boah, das gibt's doch nicht. Ich reiß hier nichts, verdammte Scheiße. Über von Schein.
Wieder zurück in die Mitte auf Mohamed Zidane. Der sieht da den durchstartenden Nelson Valdez. Der kommt aber wieder nicht an der scheiß Abwehr vorbei, Mann! Boah, es ist echt zum Kotzen. So, Tinga. Da links. Sebastian Kehl. Jetzt haben wir das. Oh, nö! Dann hält Mondragon den scheiß Ball, ey. Fuck. Oh, nö. Ach, Mann, oh. Was soll ich für ein Arsch? Naja, der erste FC Köln gewinnt in Dortmund 2:1 gegen den BVB durch zwei Tore von Milivoje Novakovic, wo sich die Abwehr nicht so gut angestellt hat. Aber Weidenfeller hat da Schlimmeres verhindert und dann kurz vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich. Allerdings Mondragon mit einer starken Parade, muss man einfach mal so sagen. Ja. Boah, meine Fresse. Kein gelungenes Debüt. Wollen wir nochmal hoffen, dass wenigstens der Transfer geglückt ist? Nein, er ist nicht geglückt. Ach man, Leute! Ich will nur... Oh, okay. Verliehen zu... Zu wem ist denn das? Wo kann ich lesen? Egal. Aha, und so wie ich zu Union Berlin, da wird er auch sicherlich spielen. Alles klar. Ja, ich will so wirklich auf die Angebote reagieren. Und der zweite Spieltag gegen den HSV. HSV mit einem Sieg gestartet. Wir nicht. Ja, das Spiel seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play FIFA 10 Karrieremodus. Nein, okay, nicht Karrieremodus, sondern Managermodus. Bis dann.